groß wie viele hier. Doch täuscht der Anblick, glaubt es mir. Auch wenn ihr denkt, ich wäre high. Ich bin nicht einer, ich bin zwei. Als Musiker und Unternehmer bin ich mein eigener Arbeitgeber. Bin selber bei mir angestellt. Das ist die schöne neue Welt. Es ist nichts mehr wie eh und je. Ich bin jetzt eine Ich-AG. Ich komm gut aus mit meinem Boss und werde nie mehr arbeitslos. Doch eines Tages rufe ich als Chef mich zum Tarifgespräch. Die 35-Stunden-Woche, die passe nicht in die Epoche der neuen deutschen Ausbeutung. Ich drohe sogar mit Kündigung, weil ich mit meiner Bummelei ein echter Standortnachteil sei. Es ist nichts mehr wie eh und je in der verdammten Ich-AG. Der Chef in mir, der ist ein Schwein, denn er behält die Gage ein. Also tret ich gegen mich in den Klassenkampf ein. Aus Rache sprüh ich heimlich Kapitalistenschwein an meine Wohnzimmerwand. Doch mit der anderen Hand unterschreibt der Chef in mir schon mein Entlassungspapier. Als Arbeitgeber sauf ich Shampoos, jedoch in meinem Hippocampus herrscht Aufruhr und Sozialneid. Der Arbeitnehmer in mir streikt, das schmälert meinen Reingewinn. Aber weil ich clever bin, geb ich Aktien von mir aus, bin an der Börse und fein raus. Daimler Höchst und AEG, dazwischen meine Ich-AG. Mein Aktienkurs, der steigt geschwind, weil die Bilanzen Schwindel sind. Doch jeder Schwindel fliegt mal auf, die Aktie fällt, das Spiel ist aus. Der Arbeitnehmer in mir drauf kauft Aktien von mir billig auf. Das klappt ganz gut so, dass ich bald die Aktienmehrheit an mir halt. Und diese nutze ich zur Erzwingung meiner Wiedereinstellung. Es ist nichts mehr wie eh und je in meiner kleinen Ich-AG. Seit heute sind wir einer mehr, ich bin mein Mehrheitsaktionär. Ich sehe aus wie viele hier, doch täuscht der Anblick, glaubt es mir. Auch wenn ihr denkt, ich wäre high, ich bin nicht einer, ich bin drei.